Das war so stark. Das war bockstark. Das war bockstark. Ich wollte jetzt aufspringen vor Freude. Wirklich, das wow, das war brutal. Ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich noch mehr, dass es wirklich nach 20 Jahren ein Zusammentreffen gibt von, das ist nicht gelogen, das ist nämlich der Hammer, von vom Bravo Girl und vom Bravo Boy 2000. Ich möchte mit euch was spielen. Und zwar heißt das Spiel Wörter schmuggeln. Das habe ich schon mit ein paar anderen Leuten gestibitzt. Und es ist sehr lustig. Es geht nämlich folgendermaßen. Ich stelle euch nacheinander 4 Fragen. Und gebe euch aber auch 4 Begriffe vor, die ihr quasi da reinschmuggeln müsst, ohne dass es der andere merkt. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied, im deutschen Fernsehen zu moderieren und im österreichischen? Na, da gibt es schon ein paar Unterschiede. Also zum einen ist das Publikum, glaube ich, nochmal ein anderes. Dann das ganze Setup ist ein bisschen ein anderes. Wir verwenden noch Mikrofonständer teilweise bei bestimmten Situationen. Ansonsten, und ich kann natürlich Dialekt sprechen, was auch sehr schön ist. Also das sind einige Unterschiede. Hast du in deinem Prank, den wir ja mit dir durchführen durften, irgendwann Verdacht geschöpft? Offen, 1, die 2. Und bitte. Ich kam, sah und offte. Ja, das war viel, das ist zu viel. Völlig daneben. Ja, nicht völlig daneben, nee, es ja, war einfach doch, nie. Doch, schon. Sie nehmen mich nicht schon, ernst. Doch, und so können wir nicht arbeiten. Na, das ist schwierig, ich weiß. Die ersten 10 Minuten ging noch, weil ich dachte, man trifft schon auch mal einen Trottel. Und vielleicht ist es halt einfach mal ein Mega-Arschloch. Und, aber dann nach 10 Minuten war es dann schnell vorbei. Ich habe mir dann von Klaus auch das Handy genommen, weil ich Klaus sagen wollte, was passiert. Weil ich dachte, er rafft es nur lange nicht. Nur er war ja eingeweiht. Ja, und habe dann sein Handy genommen und dann ging ich wollte ihm helfen und dann habe ich mir sein Handy gekrallt und dann ging diese Tastaturbeleuchtung ist immer so aufgeleuchtet ganz schnell und ich dachte nicht, dass die anderen sehen, was ich da reinschreibe und habe es dann noch so ein bisschen dünkler geschaltet und habe da reingeschrieben eben versteckte Kamera und der hat aber nicht reagiert und ich dachte, was ist denn los mit ihm heute? Und das war das Einzige, was mich verunsichert hat. Was war im Gesamten so der absurdeste Moment deines Lebens, vielleicht auch deiner Karriere? Ach, da gab es schon so ein, da gab es ganz, ganz viele. Ich weiß noch, ich habe für MTV einmal eine Umfrage machen müssen bei einem Festival. Da war ein Manu Diao Headliner. Und ich bin ins Publikum gegangen und habe die Leute gefragt, warum sie da sind und so. Ja. Und habe dann diese große Gruppe an Menschen gefragt, warum sie da sind. Und ja, und so, was macht ihr da? Und die meinten, sie sind wegen Manu Diao da. Und ich so, ah ja, warum? Und die meinten, we are in the band. We are Manu Diao. Wie geil. Und das war dann so ein bisschen Fremdschämen à la Silvio Berlusconi. So. Also so, für den schämt man sich auch ein bisschen immer. Und ich stand so da und ich dachte, oh Gott, jetzt schämen sich alle für mich. Nur man muss dann dazu stehen. Immer wenn die dann zu mir in die Show gekommen sind, haben wir diesen Ausschnitt gezeigt. Jetzt hast du nicht nur Manu Diao mal kennengelernt, sondern ja auch Pierre M. Krause, der bei uns auch in der Show ist. Ja. Und warst mit ihm auf dem Wiener Opernball. Ja. Hallöchen. Hallo. Na, wie gefällt es Ihnen bisher? Nein, so schön. Es ist eine schöne Veranstaltung. Ne? Man sieht viele neue Gesichter, nicht so viele neue Leute, aber viele neue Gesichter. Magst du uns von diesem wunderschönen Abend ein bisschen berichten? Das war in der Tat sehr schön. Ich bin nämlich großer Fan von Pierre. Ich finde den überragend, ich auch, muss ich zugeben. Super. Ja. Und er hat den Opernball schon so gezeigt, wie er auch ist. Also es ist halt ein Stück Geschichte, das ist Tradition und es ändert sich auch nichts. Also es gibt neue Künstler und so, aber ansonsten wundert es mich, dass sie die Eintrittskarten nicht auf Papyrusrollen oder so schreiben, weil es halt wirklich wie nicht aus dieser Zeit ist. Und er zeigt es ganz gut, wie es wirklich ist als Besucher beim Wiener Opernball. Deine Frage lautet als erstes. Ich habe mir ein bisschen auch recherchiert und ich sehe ja, du veräppelst ja auch mal gerne andere Leute. Also du wirst nicht nur jetzt von uns mal veräppelt, sondern du veräppelst ja auch mal deine Mannschaftskollegen und Co. Was war so mal die schlimmste Retourkusche, die du bekommen hast, abgesehen von uns? Ja, das ist schwer. Also wer austeilt, muss ja auch immer gut einstecken können. Und ich bin mir dessen bewusst, bin bisher eigentlich immer verschont geblieben. Allerdings legt meine Frau mittlerweile relativ
gut zu, die mich wirklich regelmäßig prankt und ich nicht zurückpranken kann, da sie aktuell hochschwanger ist. Und aber einmal war es ganz witzig, da hat sie ja tatsächlich in unserem Büro einen Bildschirmschoner falsch eingestellt, sodass ich, also das Bild war dann ein Foto von ihr und einem anderen Mann. Und ich sitze vor dem Laptop, surfe in meinem Handy rum, im Internet und plötzlich geht dieser Bildschirmschoner an. Und sie steht da und ich dann direkt angerufen, Bella, bitte erklär mir das, wer ist das? Und sie hat dann erst rumgedrückt natürlich und hatte dann natürlich, weil sie im, auf YouTube auch viel unterwegs ist, ja, tatsächlich eine Kamera installiert gehabt und hat es natürlich zeitnah auch aufgelöst. Was war denn für dich dein übelster Streich, den du mal selbst gespielt hast? Eigentlich in der Nationalmannschaft damals noch. Da ging es dann um unseren Bundestrainer, also Heiner Brandt, nicht Jogi Löw. Handball, wir reden von Handball. Und da war es dann so, dass wir einen Physioraum haben und unsere Physios, die meistens in einer Gruppe von 3 bis 4 anreisen, uns durch die Nacht hindurch massieren nach so einem Spiel. Mhm. Und irgendwann gehen eben die Bewegungsmelder aus und da ist das ganze Haus dann dunkel. Und das war natürlich perfekt für mich, in diesen Ecken Platz zu nehmen und auch zum Teil stundenlang dort auszuharren und eben meine Kamera zu laufen. Und da war es dann wirklich so, dass die Jungs eine eigene WhatsApp-Gruppe gegründet haben, um meinen Standort eben dem jeweiligen Mitspieler mitzuteilen, da sie wirklich Angst hatten. Sie haben tatsächlich ihre Zimmer dann auch abgeschlossen und da waren einige Pranks dabei, die furchtbar waren. Das muss man dir auch lassen, du hast echt Ausdauer, was sowas angeht. Ne? Ich lege mich dann auch zum Teil auf den Sofa, wo dann die Kleider drauf, lege mich unter die Kleider, platziere dann rechts, nehme mir zum Beispiel Schokosticks und weihe dann natürlich einen Mitspieler ein und sagst dann nach 10 Minuten, er soll dir ein paar Schokosticks holen oder welche davon besser sein. Und dann kommt der in meine Reichweite und dann komme ich natürlich unten hervor. Und damit muss natürlich immer kreativer werden, das muss klar sein. Und es gibt schon einige Mitspieler, die dann auch nicht mehr so mitspielen. Und da muss man entweder bestrafen oder eben sich neue Opfer suchen. Da bist du ja flexibel, oder? Ich habe es ja anfangs schon erwähnt, du warst einmal Bravo Boy 2000, aber du warst auch einmal Handball-Weltmeister. Welcher Titel bedeutet dir mehr? Wow! Also, das ist wirklich eine sehr, sehr schwere Frage. Ich weiß. Also, wenn es dann... ich weiß nicht, ich war ja live dabei und ich glaube, unsere, wenn man es vergleicht mit heute, unsere Kleiderordnung war damals wirklich eine andere als heute. Und das war nicht unbedingt ein Erfolg, deshalb würde ich tatsächlich jetzt eine seriöse Antwort geben und sagen, dass es tatsächlich der Weltmeistertitel 2007 war. Ich hab's mir gedacht. Du Arsch! Entschuldige! Bei, als wir dich da verladen haben, bei welcher Übung hast du vielleicht mal so ein bisschen in Erwägung gezogen, dass wir dich da wirklich veräppeln? Tatsächlich, ich bin Uhrenliebhaber und mein Gegenüber als Motivationscoach hatte dann eine Uhr an, die so an jeder Ecke zu kaufen ist. Und da dachte ich, okay, als Motivationscoach, Erfolgscoach ist dann eventuell so, dass man sich doch auch ein bisschen Wert drauf legt, wenn man mit Profisportlern in Kontakt kommt, dass man da vielleicht einen Wecker am Handgelenk hat, der dann vielleicht doch in einer etwas anderen Preiskategorie, ohne da irgendjemanden zu verurteilen, aber es ist oft so, dass solche Leute auch ein Faible für Uhren haben. Die Profisportler auch alle. Und da habe ich dann kurz gezweifelt. Dann habe ich allerdings den Anzug gesehen und gesagt, der war maßgeschneidert, der war perfekt, mhm, kann es wieder sein. Dann, als ich dann reinkam, war es dann so, da war rechts ein Ballnetz, links war dann ein Hundezwinger und ein Kanarienvogelkäfig. Und da dachte ich, okay, was soll das hier? Du fängst an und erzählst mal, was du glaubst, welche Wörter wir der Miriam in den Mund gelegt haben. Okay, ich dachte am Anfang, dachte ich, als alles ist Mikrofonständer. Ja. War richtig, ja? Es war ist übrigens sehr gut eingebunden und ich habe lange gezweifelt. War super eingebunden, ja. Dann habe ich wirklich 3 Begriffe nacheinander und Fragezeichen drauf. Und ich gehe jetzt einfach mal durch, ohne einen festzulegen. Das ist Dialekt. Arschloch, Arschloch und Tastaturbeleuchtung. Und da es sehr abtrünnige Begriffe sind, sage ich mal, Tastaturbeleuchtung ist drin. Ja! Yes! So. Okay. Es fehlen tatsächlich 2.
Du hast zwei nicht mitbekommen. Ah, das war ja nur die zweite Frage. Du hast ja noch welche geschrieben, oder? Sie hat ja gesehen, ich habe jetzt Dialekt und Papyrusrolle. Weil Wiener Opernball war genannt. Papyrusrolle hätte ich jetzt noch mit reingenommen. Ah, okay, die nimmst du mit rein? Die nehme ich mit rein. Wunderbar, sehr gut. Ja. Sehr gut. Und oben dann Dialekt und Arschloch, dann habe ich wahrscheinlich, würde ich jetzt Arschloch, nee, dann würde ich Dialekt nehmen. Wir sind öffentlich-rechtlich, wir dürfen solche Begriffe gar nicht mit reinnehmen. Es war Silvio Berlusconi. Das war Bockstar. Ich wollte jetzt aufspringen vor Freude, wirklich. Das war brutal. Okay, damit hast du es geschafft, tatsächlich ein Wort an ihn vorbeizuschmuggeln und hast schon einen Punkt. Ich habe da auch beim ersten so ein bisschen zwei aufgeschrieben, YouTube oder Bildschirmschoner. Magst du dich entscheiden? Bildschirmschoner? Korrekt. Ja? Leider. Ja. dann habe ich auch wieder schon zwei, da ist Standort oder Schokosticks. Standort. Negativ. Schokosticks? Negativ. Auch nicht. Dann weiß ich es nicht. Hast du gar keine mehr aufgeschrieben? Doch. Ich habe noch bei den anderen Fragen so ein bisschen. Ich habe noch Kleiderordnung. Stimmt auch nicht. Das ist richtig. Das habe ich noch aufgeschrieben. Und Uhrenliebhaber. Nein. Falsch. Wirklich. Ich war mir so sicher, ich habe geschrieben Uhrenliebhaber, Fragezeichen und dann Bullshit, Rufezeichen habe ich geschrieben. Wirklich, dann hat er sehr viel mehr Wörter vorbeischmuggeln können. Wir sind zwei an dir vorbei geschleust, und zwar Kanarienvogel, Käfig und Jogi Löw. Oh, das war so clever. Aber weißt du warum? Weil du hast mir vom Hundebellen erzählt. Na klar. Vorher. Und dann dachte ich, da waren auch keine Hundezwinger drin, das musste ich halt dazu dichten jetzt. Der Weltmeister. Der Weltmeister, du bist nicht nur in Wörterschmuggeln. Überleg mal, wie viele Titel du jetzt hast. Welche ist dir jetzt am Wörterschmuggler. Ja. Ich hab's ja gedacht. Schmuggler. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Es war sehr, sehr spaßig. Wenn es euch auch gefallen hat, dann kennt ihr das Spiel. Dann kommentiert, liked, abonniert diesen Channel und wir winken zusammen. Rhythmisch. Rhythmisch, misch. Macht mit? Ja, dann steht nicht alleine. Tschüss.